So, noch 2 bis 4 Jahre, dann kommt Walküren! Vielleicht. Danke, ihr dürft jetzt gehen. Die letzten Dinge werden hier im Hintergrund gerade gemanagt. Wir haben gerade schon den Transit gepackt. Gleich geht's auf. Nach fast auf den Tag genau 2 Jahren haben wir heute den letzten Drehtag für Walküren. Unangenehm. Nicht am Stück natürlich. Nicht das am Stück. Ja, wir drehen jetzt ungefähr Tag 1000. Okay, also die Prämisse ist, dass wir für unser Kurzfilm Walküren, den wir vor mittlerweile fast 2 Jahren angefangen haben zu drehen, noch einen einzigen kleinen Mini-Nachdreh haben. Den machen wir heute und dazu verwandeln wir hier, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wir verwandeln auf jeden Fall diese Location hier heute in so ein burlesque wirkendes Veranstaltungsräumchen. Achso, und wichtig dazu zu sagen ist, dass wir anstatt irgendwie jetzt Komparsen und Co. zu organisieren, einfach gesagt haben, wir fragen viele Freunde, Bekannte und Co. und laden die auf Freibier und Freigetränke ein, dass die einfach hier ein bisschen Publikum uns spielen. Mal sehen, wie es wird. Das Spannende ist, die Szene haben wir mehr oder weniger schon gedreht zum Hauptfilm und zwar bei uns im Studioraum hinten. Und was wir jetzt noch machen, ist so eine Art Gegenschüsse und Totale dazu, weil wir haben damals gesagt, das reicht uns mit Pass pro Toto-Prinzip ganz klein und nur Bühne und Co. Und jetzt hat sich im Schnitt aber rausgestellt, irgendwie verkauft sich das nicht so richtig. Das heißt, wir versuchen jetzt ein Setting, was eigentlich schon besteht im Film, zu rekreieren und zu erweitern. Und ja, Hauptbestandteil sehr, sehr viel Lametta. Kommt gleich der Uke. Ja. Uke hat eine Rolle in diesem Drehbuch bekommen, die gab es vorher gar nicht. Er ist ein Moderator von der Sendung, die hier, von der Lesung, die hier stattfindet. Und er moderiert die Walküren an und macht damit das Ende auf für die ganze Geschichte. Nice. Das wird scheiße. Vielleicht kann ich hören, ne? Ich bin hier, ich bin also 1,5 Meter von dir entfernt. Ah, fuck, ich dachte, du sprichst kein Englisch. Glaubst du, das wird? Ich weiß gar nicht, was wir hier machen. Wir auch nicht, Uke. Wir auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, was wir hier drehen. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es jemals passiert, aber ich bin nicht groß genug. Die Kamera ist gerade so hoch, weil wir auf Uke auf der Bühne gucken, dass ich mir richtig den Nacken verrenken müsste. Deswegen stehe ich tatsächlich auf einer Apple-Box. Und du? Ich stehe auf einem Stuhl. Damit ich auch über Ukes Kopf komme. Wir haben die Türen geöffnet. Also, da steht wir. Und dann sagt er,
haben wir als allerersten abgedreht. Kurz für die Fans, Uke, wie war's? Es hat mir sehr viel... Lisa! Richtiger Assi-Move. So macht sie das häufiger so. Okay, Uke, wie war's? Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich stand auf der Bühne und habe Quatsch erzählt. Man muss sagen, die Leute waren richtig gut drauf. Irgendwie. Ja, ja, es ist ein richtig gutes Publikum. Die können man so direkt buchen. Aber es war ein sehr merkwürdiger Moment, dass alle so leise geklatscht haben. Und ich habe mich so erschreckt in der Sekunde, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich das einordnen soll, was da gerade passiert. Also zum Verständnis, wir haben beim ersten Take gesagt, dass die Leute nicht wirklich klatschen sollen, dass wir einfach den Ton weiter mitnehmen können. Aber es war so weird. Novak! Was? Was meint ihr denn? Das ist das Beleidigendste, was mir je passiert ist. Was ist denn das? Das ist ja grauenhaft. Das ist das Schlimmste, was ich... Für eine Sekunde ist es fast... Was ist denn hier? Stell dir mal vor, das passiert ja auf der Bühne. Das sind Leute... Oh Gott, ey, da denk ich, Spinne. Was drückt das aus? Ironisch klatschen? Ja, okay, vielen Dank auf jeden Fall. Gerne. Du bist zur Premiere hiermit eingeladen. Cool. Wann cool. ist die denn? Wann seid ihr fertig mit? Schönen Feierabend. Tschüss, Uke. Also wir haben hier ein Millionenpublikum, was wir jetzt noch ein bisschen größer faken wollen. Deswegen setzen Lisa, Joscha und ich uns selbst jetzt noch in die letzte Reihe und verewigen uns in einem Mini-Cameo auch noch in diesem Film. Also ich wusste, nice. Dass die neue Mitte bekannt ist, aber okay, extra. Dann nehmen wir los, ja? Okay. Ja. Von hinten. Könnt ihr nach da aufrufen? Wie gefällt dir das, wenn es auch noch im Film auftaucht? Ja, Cameo Nummer 2. Carina war ja schon unsere tote Prostituierte. Und jetzt ist sie wieder hier. Hast du dich gut erholt? Ja, geht so. Ich hab schon mal Köln abgedreht, vielleicht, möglicherweise. Das haben wir schon dreimal gesagt. Irgendwann muss es stimmen. Geilste Dedication, während da hinten abgebaut wird, sind hier manche Leute schon am Bearbeiten ihrer Fotos. Das sind gar nicht unsere Fotos. Doch, das sind unsere. Hey, das ist natürlich unangenehm. Viele der Making-of-Fotos, die man zu Köln sieht, sind von David. Alles, was man heute an Fotos sehen wird, ist von David. Willst du noch einen Shoutout irgendwie loswerden? Check mal @rohrpoet bei Instagram und @rohrpoet bei Behance. Da findet ihr meine Arbeit, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig, denn ich bin der Typ hinter der Kamera und ich mache nur die Fotos, also hier. Aber was immer alle wissen wollen, wo drauf schießt du? Technik, Junge! Auf der Fuji X-Pro3, ich liebe sie. Vogtländer 35mm 1.2, manuelles Objektiv. Muah, da drauf ein Cineblum, 10% der 10% Filter von Moment. Und das ist mein Go-To. Nice. Vielen Dank, David, auf jeden Fall. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Ich freue mich auf den Film. Ich mich auch. Echt, das Nervige ist immer, dass man dieses abschließende Gefühl von, ja, wir sind abgedreht und so, also nicht nur auf den Film, sondern auf so einen Drehtag bezogen, nie hat, weil man danach einfach noch so Ewigkeiten immer abbaut. Also, wir haben einen Drehschluss. Relativ späten Drehschluss. Aber dafür ist Valkyren durch. Und wir haben hier schon gepackt für die Produktion übermorgen. Und ich möchte heute mal mitmachen. Oh ja, oh, du hast mich überboten. Aber, Moment. Das Schöne ist, es war so ganz natürlich heute. So ein ganz natürliches. Ich habe. Oh, ich habe ja ein sehr viel helleres Handy. Ah, gar nicht was. Hä? Ich habe mehr! Warte, nice. Das können wir ändern. Ganz natürlich, heute sehr viele Schritte gemacht. Alles klar, vielen lieben Dank fürs Anschauen. Hashtag des Tages, weil König ist abgedreht. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Oh, ich hab ultra Hunger. Vorerst. Ich auch. Tschüss. Tschüss und wir sehen uns tatsächlich, naja, aus Vlog-Sicht immer morgen. Wir sehen uns immer morgen. Tschüss. Tschüss.